Hallöchen, meine Freunde, und willkommen zurück zu The Lone Wolf Project. Ja, wir sind hier noch mitten dabei, dass wir den Safe knacken. Okay, relativ voll sind wir auch. Und wenn wir das haben, begeben wir uns auch schon auf den Weg nach Hause, beziehungsweise auf dem Dach. Müssten wir eigentlich noch mal ganz kurz gucken, ob es da denn noch irgendwas gibt. So, ich check dann gleich nochmal die ganzen Waffen durch, ob alle auch geladen sind. Jo. Oh shit. Wir haben ja 9:15. Erstmal muss ich hier die Hunde außen mal dezimieren. Ich hoffe, die kommen hier nirgendwo rein. Irgendwas explodiert. Oh shit. Ich hoffe, die kommen hier nicht rein. Shit, ich sehe den jetzt natürlich nicht. Oh mein Gott. Okay. Ich glaube, hier könnte man noch halbwegs sicher sein. Zur Not Pumpgun nehmen und in den Hund reinhalten. Das könnte eine durchaus interessante Nacht werden. Wie weit ist das Moped von hier weg? Okay, wir müssen einmal schräg rüber. Sobald wir draußen sind, haben wir, glaube ich, nichts zu befürchten. Wir sind immer noch schneller als diese Dinger. Sollte alles gut werden. Falls nicht, nehmt meine Aufzeichnungen und lernt daraus. Das hört sich da außen gar nicht gut an. Gucken, vielleicht können wir ja von der Mauer aus noch einiges machen. Wir müssen uns auf jeden Fall den Weg freischießen. So, oh, der Hunting Rifle Stock ist, glaube ich, ganz gut. Nee. Shotgun Parts, Pistol Receiver, Shotgun. Oh, die können wir tauschen. Das machen wir eben schnell. Close. Dann gleich nachladen. So. Die bleiben hier, die nehmen wir mit. So. Dann müssen wir auf die Mauer. You are taking trap damage. Achso. Da ist er. Okay. So, die Dinger möchte ich natürlich wieder mitnehmen. Okay, wir haben schon zwei. Und dann schauen wir mal, wo sich diese anderen Viecher befinden. Dass wir die auch noch ausrotten können. Ach, gucke. War doch gerade einer. Nochmal ein Hund. Na komm, kleines Hündchen. Der steht immer noch. 2 Hunde gleich. So. Wo ist denn da noch? Da hinten. So, sehr schön. Halt, das nehmen wir mit. So, jetzt noch ein ganzer Schwung Munition und ich bin glücklich. Was sind das denn? Oh! Oh, oh, oh. Ja, was lassen wir dafür da? Federn. Das ist ein Hühnchen. Ist der auch schon wieder unten? Natürlich. Die Sonne geht unter. Wir müssen uns sputen. Hier gibt es nichts mehr. Er ist leer. Gut. So. Moped, 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 Moped. Genau da lang. Na dann.
Hoffen wir das Beste. Shit. Die Waffe immer schön nachladen, wenn Zeit dazu ist. Das sind Kanicke. Okay, es hat Angst vor mir. Es ist nicht tollwütig. So, 25 Minuten noch. Danach sollte die Sonne untergegangen sein. Entschuldigung. Oh, der ist auch noch so ein Dicker. Da steht's. So. Gleich ab nach Hause. Shit, 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 shit. Da komme ich nicht lang. Weg da! Ist er doch irgendwo über eine Straße gekommen, oder? Da vorne. Okay. Manchmal ist der kürzeste Weg nicht der beste. So. Bring mich heil nach Hause, Moped. Tanken müssen wir nicht. Dafür war unser Sprit noch viel zu voll, als wir ankamen. Wäre das jetzt nur so ein normales Dorf gewesen, wäre ich wahrscheinlich drin geblieben, aber die Lokalität war mir dann doch ein bisschen zu heftig. Scheiße, ich muss absteigen für die Karte. Da müssen wir der Straße folgen. Hilft alles nichts. Die Gefahr besteht immer noch, dass ich mir irgendwas breche, wenn ich stürze. Und das möchte, glaube ich, niemand. So, wir haben noch ein paar Minuten Tageslicht. So, davon kommt, glaube ich, eine Kreuzung. Da muss ich dann wohl oder übel absteigen. Da kann ich gleich noch nachtanken. Ach nee. Eine Ego-Perspektive würde ich mir hier wünschen. Dann sieht das vielleicht nicht gar so mischucke aus. So, ich weiß nur, wir müssen, glaube ich, irgendwo nach links abbiegen. Oh Mann, das ist schon viel zu lange her, seitdem ich hier unterwegs war. Das Spiel von Licht und Schatten. Und Sinne, die mich trüben. Jetzt ist mir auch noch kalt, na super. Warte. Oh nein, Bär. Und ein Zombie. Bär, kümmere dich um den Zombie. Noch einer. Jedes Mal, wenn ich mir denke, jetzt könnte ich mal kurz anhalten, um mir was anzuziehen. Oh, shit. So, schnell anziehen. Okay, hier müssen wir nach links. Ich wollte noch tanken. Ganz schnell. So. Weiter geht's. So. Dann nichts wie ab in den Bunker. Mal gucken, jetzt müssten wir eigentlich genügend Materialien haben, dass wir uns eine AK-47 bauen, ein automatisches Gewehr. Und dann werden die Karten schon wieder ganz neu verteilt. Ich weiß zwar nicht, wie es munitionstechnisch aussieht, aber 10 mm... müssten wir noch einiges haben. Hoffe ich doch. Was hat denn da jetzt so gedonnert? Das wird doch nicht etwa gewittern.
hier lang. War etwas verwirrt, weil die Straße aufgehört hat. Ich weiß nicht, querfeldein ist, glaube ich, jetzt noch eine schlechte Idee, oder? Wir versuchen es mal. Weg da. Okay, da ist ein Fluss. Hier kommen wir lang. Ich mache mal das Licht aus, da sehe ich... Wow, da sehe ich mehr. Sprach er und fuhr fast in einen Zombie. Okay, da hinten müssen wir, glaube ich, irgendwo wohnen. So, warte ich. Wo halte ich denn mal eben kurz hier, oder? Okay, wir müssen hart nach rechts. Da lang. Na, eher nach Südwesten. Dort kommen wir irgendwo... Genau. Das ist die Steilwand. Dort müssen wir hin. So, das müsste jetzt die Straße sein, die uns nach Hause bringt. Wenn ich mich nicht täusche. Nee, tut sie nicht. Wir müssen wieder hart nach rechts. Querfeldein. Na komm schon, beiß dich da hoch. Diese Richtung ungefähr. Also sieht man sehr wenig. Okay, hier ist die Steilkante. Aber da macht es keinen Sinn, weiter nach oben zu fahren. Aber hier kommen wir runter. Denke ich. Oh ja, da kommen wir runter. Schön sachte. So, den Schwung ausnutzen und den lustigen Berg hoch. Trautesheim, Glück allein, ich komm vorbei. Okay, da vorne ist die Kante. Das heißt, wir müssen da lang. Wow. Irgendwo hier ging es doch nach unten. Da. Schön langsam. Okay. Geschafft. Jetzt ab in den Bunker. Wo ist er denn? Der müsste doch schon in Sicht sein. Ah, unser Steinfeld. Oh! Unser Steinfeld. Da ist er. Nicht mit mir. Das klingt, als hätten wir Besuch. Ich gehe gleich auf die Mauer. Oh, oh, oh. Komm, raus da. So, habe ich was zum Verbinden? Natürlich nicht, aber hier, hol dir eine Tablette rein. Oh, trinken sollte ich auch noch. Aber es ist ruhig geworden. Okay.
So, Scheinwerfer platzieren. So, dann ist die Gegend hier schon mal ausgeleuchtet. Brauche ich nur noch die andere Gegend? Ich habe leider nur noch eine. Dann setze ich die mal hier mittig drauf. So. Ist wieder ruhig. Das gefällt mir. So. Trautes Heim, Glück allein. So. Als erstes kümmern wir uns mal um unser Gewehr. Ach Mist. Mist, Mist, Mist. So, wo haben wir denn diesen Stock? Ah, die Parts fehlen uns dann noch. Das ist natürlich schade. Ist sehr schade. Gut, so, Shotgun-Parts, Pistol-Parts. Das ist für den Rocket Launcher. Oh, warte mal. Dann können wir den hier mit einbauen. So, da brauchen wir nur noch Parts. So, wo hat's den hingeschmissen? Das ist für die Magnum. Magnum-Parts, Magnum-Parts. Shotgun, Hunting Rifle, 600er, was haben wir denn verbaut? Also bitte. Klack. So, Hunting Rifle, bam bam bam, der Rocket Launcher und das Ding hier, na komm. So, das ist Munition, bla bla blub. Okay. So, die Pfeile hier rein. Einen Bogen muss ich mir neu machen. Aber dazu fehlen mir natürlich die Parts. Naja. Was hat uns denn... Ach so, hier, genau, die Bullet Cases haben wir jetzt wieder. Und die Tipps, da machen wir uns gleich wieder Magnum-Munition. .44 Munition, dann ist unser Schwarzpulver aber auch schon alle. Hatten wir nicht noch Nitrat hier irgendwo gesammelt? Ah, das ist 10 mm. Scheinbar. Da haben wir noch Kohle. Ich mache erstmal das ganze Essen und das Trinken mit. Nee, anscheinend haben wir echt kein Nitrat. Ich dachte, wir hätten Nitrat gesammelt. Oder haben wir das schon verwurstet? Ärgerlich. Na gut. Ist das noch irgendwas, was man verräumen kann jetzt gleich? Das kann man mit... Das ist noch was zu essen. Und der Rest, jo. Machen wir dann. So, weil dann entmülle ich erstmal kurz die Kiste und dann können wir uns hier im Dorf noch ein bisschen umgucken. So. Können wir mal gucken. Mal was zum Essen vertragen hier. Ah, erstmal gleich noch einen. So, essenstechnisch stehen wir sehr gut da. Dann haben wir uns hier noch schnell was zu trinken rein. So, da geht es uns hier wieder herrlich. So, das hier rein und das hier rein. Bam, bam. Ach, hier haben wir noch Lead. Guck mal. Jede Menge sogar. Bullet Tips kommen rüber. Da haben wir noch mal ein bisschen Panzertape. Ja, da haben wir auch erstmal genug. So ein bisschen Brot. 1, 2, 3, 4, 5. So, gesammelt. Zwei Antibiotika für alle Fälle. So, wir könnten uns noch mal ein paar Forged Iron nachmachen. So, und zwar... Wie viel kriegen wir da raus? Dann machen wir mal 50.
So, dann kann der sich das Zeug noch ziehen und außerdem soll er sich hier mal noch Eisen mit reinsaugen, weil Brass haben wir ja einen ganzen Arm voll. Soll sich lieber Eisen holen. So, dann wäre das das organisatorische. Munition. Ach, hier haben wir noch zweimal Hard Metal Doors. So, fünf Türen haben wir schon wieder. So, das ist alles Munition. Da haben wir noch ein bisschen Sprit. Wenn auch nicht viel. Gut, Holz muss ich mir auf jeden Fall jetzt dann mitnehmen, damit ich mir mal eine neue... Obwohl, ich muss mir gar keine neue Spitzhacke machen. Muss ich ja gar nicht. Das lasse ich jetzt einfach mal alles drin. Kommt, das ist doch eigentlich... egal. Ich brauche auf jeden Fall Gras. Ach, warte, das Holz. Ich brauche Holz und ich brauche Gras. Für einen neuen Bogen. Wo habe ich das hingepackt? Ich glaube hier, ne? Genau. Bow. Ein Wooden Bow. Was kostet so ein Crossbow? Oh, ein grüner Bogen. Wir hatten doch mal einen blauen. Naja, besser wie nichts. Und eine Iron Pickaxe. 20! Alter, ist das teuer. Der ist mal sackenteuer. Kann ich hier gleich nochmal 25 ansetzen. Alter Schwede. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Die Munition ist gemacht. Wir haben jetzt insgesamt nur 46. Ach nee, Käse. So. Schön alles nachladen. Nachgeladen, nachgeladen, nachgeladen. So, wenn man guckt. Hier oben, das Häuschen waren wir noch nicht. Und ich glaube hier... Ich weiß nicht, ob wir hier schon waren. Das könnte das Fabrikgelände sein. Doch, da waren wir schon. Hier, diese drei Häuser würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen durchsuchen. Solange es noch ruhig ist. Habe ich hier eigentlich noch was im Moped? Nee. Solange mich hier keiner stört, ist alles gut. Habe ich jetzt eine Pickaxe, eine neue? Ach, das dauert noch ewig. Mal die Nebelscheinwerfer angemacht. Ups. Oh. Für einen Nahkampf. Nicht schlecht. So. Natürlich sind Patronenhülsen wie immer sehr gerne gesehen. Na? So, Tanke waren wir. Nee, das ist ein Mülleimer oder so. Wollte schon drauf schießen. Haben wir die durchsucht? Kann man nicht durchsuchen. Schauen wir doch mal hier aufs Dach. Jetzt ist mir wieder warm, ja. Zack. Okay, Temperatur kommt runter. Ach, nur Mist. Sehr cool. Das ist nicht die Tanke, das ist die Bank. Na super, so toll ist die auch nicht. Das hat's hier gebracht. So, hier drin waren wir noch nicht. Mal zumachen, man weiß ja nie, wer kommt. Mist. Oh, den nehmen wir mit zum Kühlen. Ach nee, wir ist ja eh warm.
Oh, hier ist anscheinend einer reingekommen. Das waren aber nicht wir. Denke ich natürlich. Ob es stimmt, ist die andere Frage. So, Patronenhülsen, Patronenhülsen. Hallo? Nee, wir waren hier noch nicht. Also war das auch nicht ich, der hier reingekommen ist. Ach Gott. Ich glaube, hier komme ich leichter durch. Ist zum Glück keine tragende Wand. Oh, ein Waffensafe. Muss ich doch noch tauschen. So, was könnte da drin sein? Rocket Launcher Parts? AK-47 Parts? Alles Dinge, die ich jetzt sehr gerne sehen würde. Schon. Was ich für einen rechten Oberarm haben muss, das ist unglaublich. Nee. Das kann man mitnehmen. Na super, wir haben aber schon exzellente Parts drin. Pistol haben wir eigentlich auch exzellent alles. Aber wieso nicht zwei exzellente Waffen haben? Die halten ja auch nicht ewig. So, war doch mal ganz nett hier. Da waren wir drin. In der Bank waren wir schon, hier waren wir schon. Was ist das denn hier? Jim's Cars. Kann ich mich gar nicht entsinnen. Waren wir da drin? Warte mal. Ach, Mist. Oh. Warum nicht? So. Das crappen wir, weil das eh schlechter ist als das, was wir jetzt hier rausbekommen. So. Den hatte ich natürlich vergessen nachzuladen, ne? So, scrappen und scrappen. Hier finde ich aber auch nirgendwo Hülsen, ne? Sehr kurios. Aber wohin friedliebendes Dorf? Was hat's denen gebracht? Gar nichts. Sind alle tot. Nicht mehr Interesse am Wasser habe ich mehr. Wir haben eindeutig zu viel. Leben quasi im Überfluss. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich merke, ups, wir brauchen was. Nee. Ach, eine Wrench. Wieso auch nicht? Oh, MacGyver's Book. Haben wir verbaut, was Besseres. War ja klar.
Nee. Lasst mich rein, ich bin Arzt. Oder könnte zumindest einer werden. Hunting Knife. AK-47. Ist das hier? Pistol Barrel. So, warte mal, warte mal, warte mal. So. Was ist das denn hier? Barter. Reduce the cost of goods and sell them for more dukes by improving the skill. Okay. 10 mm brauchen wir nicht. Steelsmithing. Kein Scheiß. Ich hab's geahnt. Ich hab's vermaledeit nochmal geahnt. Ja gut, dann würde ich sagen, setzen wir doch mal ein bisschen Stahl an, Freunde. Guten Stahl. Okay, es ist ruhig. Dann nehmen wir hier mal die Autos auseinander, weil die sind untouched. Gut. Aber das mache ich, nachdem der Stahl vor sich hin brutzelt. Aber das, meine Freunde, machen wir alles ein andermal. Vielen Dank fürs Einschalten. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt am Leben.